Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play von mir. Es nennt sich, wie ihr hier oben seht, Crusader Kings 2. Wir spielen mit den DLCs Ruler Designer und Songs of Jultide, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ruler Designer, da kann man seinen Charakter anpassen, das werden wir nicht machen, aber wir lassen es einfach mal aktiviert, obwohl, ja, ist besser so. Dann Songs of Jultide, das ist abwechslungsreichere Musik. Wir machen Cheats-Mod an für Notfälle, Districts-Mod und den Adoptions-Mod. Dann starten wir mal ein Spiel. Ich denke, ich habe so hingekriegt den Bildschirm, dass ihr alles seht. Das alte Problem bei Crusader Kings 2 muss 1000 Mal probieren, dann funktioniert es irgendwann mal. Ja. Und wir werden es auch jetzt 1000 Mal probieren. Ich bin ehrgeizig. Nein, bin ich nicht, aber egal. Ich gebe nicht so leicht auf. Ihr könnt euch ja unten das durchlesen, das da steht. Ich hoffe, der nimmt das auf, aber eigentlich habe ich auf Fenstermodus gestellt. So, da sind wir auch schon. Normales Spiel. Spieler, ja. Ich habe hier nicht über Steam gestartet, extra. Könnten jetzt mehr Spieler spielen, aber das will ich euch nicht antun. Spielen im Spätmittelalter. Wir richten es uns trotzdem individuell an. Und hier unabhängige Reiche. Was spielen wir? Ihr denkt jetzt, weil ich römisches Reich, ja. Könnte euch so passen. Ich habe mich hier für die Goldene Horde entschieden, denn ich will nicht als Graf spielen. Langweilig ist der hier sogar. Das ist der Kagan Otzbeck. Witziger Name. Ach, den können wir nicht spielen. Stimmt. Hey, ich habe hier diese DLCs nicht drauf gerade. Heiliges Römisches Reich spielen wir auf keinen Fall. Frankreich, England. Oh. Moslems kann man ja nicht spielen. Das Osmanische Reich. Das Byzantinische Kneipen. Ja. Nehmen wir das doch. Herrscherbaukasten könnten wir jetzt hier alles anpassen. Machen wir aber nicht, weil wir da nicht viele Nachteile kriegen. Auch Ironborn Modus, nein. Vielleicht. Passen. Spiel wird initialisiert. Geschichte wird angepasst. Hoffentlich sind die Regionen hier wenigstens mal ausnahmsweise richtig dargestellt. Deswegen mache ich Europa Universalis. Ja, vielleicht gibt es dazu auch noch was. Gibt es hier Grafschaften? Die Jurereiche? Bitte, das sind wir. Uns gehört nur das hier. Greifen auf jeden Fall gleich mal hier Aragorn. Oh, nee. Das ist noch ein bisschen zu groß, das weiß ich jetzt. Epirus, ja. Tschüss, Epirus. Haben wir einen Kriegsgrund gegen die? Ja, was besitzt der Herzog? Ja. Wir haben einen Kriegsgrund. Haben wir hier. Beide Provinzen einzeln erobern. Ja, das
Okay. Militär. Persönliche Wehrpflichtige und die Vasallen. Wir haben ja ein relativ kleines Land hier. Wir können schon mal nach Epirus einspazieren. So, mal auf 3. Was ist da los? Okay. Vielleicht können wir was gegen die Kronenwirtschaft. Macht der Krone niedrig. Stark sind. Die wollen was? Ich will die Krone mehr schaffen. Na, danke schön. Ich will nämlich nicht so einen Krieg kriegen. Niedrig. Bürgerversammlung. Wählt eine Ambition. Ja, was nehmen wir denn? Also guckt euch andere Let's Plays an, wenn ihr es erklärt haben wollt, wovon haben wir am meisten Milit. Geht aber nicht. Sonst hier, das wäre auch nicht schlimm. Zusammenschließen diese Armeen. Ja, bitte. Ja, und wo kommen jetzt die Rebellen auf? Alle bitte. Hier. Ah. Ich würde da gerne rüber scrollen, danke. Ach da. Ja, das sind immer. Schön. Mit Öl. Halt. Über alle da. Eingegrenzt und kannst uns nichts mehr anhaben, außer belagern. Aber heißt das Land jetzt nicht? Na super. Wie nennt sich jetzt das Land? Byzantinische Revolution. Pech gehabt. Ihr werdet hoffentlich sterben im Krieg, denn wir haben zwei Chancen, aber ja. Ja, Kreuzzug für Jerusalem, das geht uns überhaupt nichts an. Wir sind nicht katholisch. Hm? Sind wir sicher nicht katholisch? Hoffentlich nicht. Und wenn, dann wäre es auch nicht schlimm. Wir wurden ja nicht alt. Das existiert jetzt gar nicht mehr. Angst vor denen. Oh.
Familie, wer ist denn hier der Nachfolger? Graf Michael von Thessalia. Das sind wir. Ja, das ist doch gut. Aber wenn wir schon mal Leute setzen, wer wird denn hier? Hier. Komm dann nach. Ältestenratstimme war ja. Ja, ich hier verliere gerade. Hier. Hier zu beiden hier. Irgendwie habe ich hier gerade Angst. Wo bleiben denn unsere verfluchten Verbündeten? Ach, wofür haben wir Verbündete eigentlich? Das müsste dieses Trapezund ist das. Hier ist das Trapez. Was ist das? Trapezund. Richtig, ja, dieses ja Trapezund, aber. Ja, bitte, guckt uns auch mal hier. Heiliges Römisches Reich. Heiliges Römisches Reich. Auch größer. Und das müssen wir verhindern. Ah, das hier sollten wir natürlich stellen. Wir grenzen noch an das Heilige Römische Reich. Oh, das Persische Reich. Nicht toll. Wir haben Provinzen, die ja, zu Ilkhanat gehören. Das ist nie toll. Denn Ilkhanat, mit dem sollte man sich... nichts im Fundspiel verzahlen. Ja, das wissen wir. Ja, das wir können verbündet. Kronautorität. Jetzt sind wir auch noch in einem anderen. Jetzt haben die Ottomanen ernsthaft gegen uns den Krieg erklärt. Ja, wir müssen wohl nächste Folge neu anfangen. Denn die Ottomanen sind wirklich für den Anfang viel. Da Frieden anbieten. Ich mache hier mal kapitulieren, weil ich kann mich noch. Haben nicht gerade die größten Prestige zunahmen. Du wirst eingekerkert. Oh, wir haben Minus. Zufällig. Mann, da liegen die Grundautorität gesunken. Ja, ist auch nicht. Sakellarios. Das wird der gute Andronik. Das ist sogar unser Ding. Das ist der 20. Der beste. Das hat der 19. Tut mir leid, aber nichts. Mystikos, das ist unsere Frau, ob wir die da so gerne rauschen, das ist ja nicht Ekklesiarch, haben wir können. Also, schmeißen wir eh gleich raus.
Fraktionen können wir keine beitreten mehr. Aber so ein kleines Wald kann man nicht reinmachen. Mal vorgelagert. Wie Bruder. Der andere Typ da. Jetzt haben wir keinen. Ja, du. Jetzt haben wir Charakter gewechselt. Herzogtum von Thrakien und Graf von Chios. Nicht das Beste, aber Schlimmeres. Oh ja. Tut mir leid. Nein, ich kann nicht lang. Oh. Wir sind ja nicht mehr die Krone. Ja, schön jetzt geschafft. Raten, jetzt sind wir hier, der Graf. Herzog Tom von Kraken. Hier aus. Da bin ich. Wo ist das denn hier? Hier aus. Ach du Mist, mal platziert mal endlich rüber hier. Haben wir jetzt noch gekriegt? Ja, aber das war's dann auch schon für diese Folge und tschüss. Speichere noch gerne mit euch. Viel Speichern. Speichern. Tralali, tralala, mach einfach. Beenden.